Hvala lepa za besede gospoda Roba Johnsona in vabim Tonija Jensena, Evropske zveze Johnsona, Jansona, Evropske zveze kovinarjev. Dobro jutro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen des Zeitplanes hat man mir die Möglichkeit gegeben, drei Sätze an euch zu richten. Spoštovane kolegice in kolegi, v okviru časovnice, ki jo imamo na voljo, so mi dali tudi možnost, da vam spregovorim oziroma povem tri stavke. Zuerst möchte ich euch herzlich Grüße ausrichten von Peter Scherer, den entscheidenden EMB-Generalsekretär, und Ulrich Eckelmann, unseren neu gewählten Generalsekretär. Kot prvo bi vam želel nasloviti pozdrave, in sicer Petra Schererja, torej generalnega sekretarja EMF-a, ki se nekako poslavlja z te funkcije, in Ulricha Eckelmana, našega novo izbranega generalnega sekretarja. Leider hatte beide andere Verpflichtungen und können heute nicht bei euch sein. Deshalb habe ich das Privileg, heute zu euch zu sprechen. Žal ste imela oba druge obveznosti, zato niste uspela priti v vašo sredino in danes imam jaz to priložnost in ta privilegij, da vam lahko spregovorim nekaj besed. Mein zweiter Satz läutet herzlichen Dank und der dritte macht weiter so. Moj drugi stavek je najlepša hvala in tretji stavek kar tako naprej. Vielen Dank für eure schlechtkräftige Arbeit für die Arbeitnehmer in der slowenischen Metallindustrie. Najlepša hvala za vašo močno, udarno delo za delavce in delavke v slovenski kovinski industriji. Ebenfalls vielen Dank für eure Arbeit innerhalb des EMB. Hvala tudi za vaše delo znotraj EMF-a, do Evropske zveze. Und im Namen von einigen Kollegen, aber auch persönlichen Dank, möchte ich auch aussprechen für eure Unterstützung und Solidarität mit unseren Mitgliedsverbanden in Südosteuropa. In v sodelovanju z vašimi kolegi bi se želel zahvaliti tudi osebno za vaše sodelovanje in za vašo podporo pri nekaterih kolegih in v okviru sodelovanja, ki ga imamo v regiji Južne in Jugovzhodne ter Srednje Evrope. Wir zählen auch weiterhin auf eure Unterstützung und Engagement innerhalb unseres neuen Verbandes des Industriegewerkschaften. Računamo na vašo podporo in na vaše sodelovanje tudi v okviru nove zveze, naših industrijske zveze. Dieser neue Verband wird sich noch effektiver den gegenwärtigen Herausforderungen an unsere Industrien stellen. Insbesondere dem immer schneller werdenden industriellen Wandel und den Restrukturierungen durch den globalen Wettbewerb. Ta naša nova zveza, ki se bo posvetila industrijskemu področju, se bo še bolj posvetila različnim izzivom, ki jih ponuja svet. To pomeni, da se bo posebej posvetila spremembam, ki smo jim priča, in prestrukturiranju v svetu. Der EMB-Kongress in der letzten Woche hat beschlossen, dass das Zusammenschluss der Europäischen Gewerkschaftsverbände Metall, Chemie, Energie und Textil bis Juni 2012 vollzogen werden soll. Naša zveza kovinarjev se je na zadnjem kongresu odločila, da torej vse zveze sindikatov, evropskih sindikatov, torej za področje kovinske industrije, kemije, energije in tekstila, do junija 2012 izpelje oziroma uresniči. Alles zusammen müssen wir unsere gemeinsame Werte bewusst sein und uns für sie einsetzen. Skupaj se moramo zavedati naših skupnih vrednot in se zanje tudi zavzemati. Jede Organisation bringt ihre eigene Stärke in die gemeinsame Organisation. Zusammen können wir diese Stärke bündeln und für alle nutzen. Vsaka organizacija prinaša svoje lastne moči, svoje lastne vrednote v skupno organizacijo in le skupaj lahko povežemo te moči in jih skupaj tudi izkoristimo. Die entscheidende Frage für mich ist nicht die Struktur diese
gemeinsame Organisation, sondern ihr Wesen und ihre Stärke. Zame ni odločilnega vprašanja, kakšna bo struktura te nove organizacije, temveč kakšno bo njeno bistvo, kakšne bodo njene moči. Wie können wir gemeinsam Solidarität herstellen unter unsere Mitgliedsverbände und ihre 7,5 Millionen Mitglieder? Kako bomo lahko okrepili našo skupno solidarnost in kako bomo torej v naših članskih organizacijah združenih in okrepili sodelovanje za 7,5 milijonov članov? Wie können wir den heutigen Herausforderungen begegnen in einer offensiven Strategie? Wie können wir eigene Konzepte und Lösungsansätze erarbeiten und diese dann mit konkreten Forderungen durchsetzen? Postavlja se vprašanje, kako bomo zmogli se soočiti z današnjimi izzivi, kako bomo zmogli ustvariti lastne koncepte, lastne pristope za rešitve in jih te potem konkretno s konkretnimi zahtevami tudi izvesti. Und wie sieht die Aufgabenverteilung unserer Zusammenarbeit mit der neuen Weltorganisation aus in Europa, insbesondere in die neuen und Kandidatmitgliedsländer? Hkrati pa se pojavlja tudi vprašanje, kakšna bo razdelitev novih nalog, kakšno bo naše skupno sodelovanje tudi za novo svetovno organizacijo, torej v Evropi, v okviru Evrope, zlasti pa z našimi kandidati v državah članicah. Wir zählen auf eure aktive Mitarbeit, um dieses Prozess gemeinsam mit allen zu gestalten. Und in diesem Sinne wünsche ich auch einen erfolgreiches Kongress. V tem smislu seveda računamo tudi na vaše aktivno sodelovanje v tem procesu skupnega oblikovanja nove organizacije in v tem smislu vam želim uspešen kongres. Hvala lepa. Kolegijo Tonio Janseno se zahvaljujem za pozdravne besede in pa nagovor. Zdaj pa vabim še Jürgena Wechslerja iz IGM Metall. Ja, ich spreche jetzt auch in Deutsch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich erstmal ganz besonders, heute bei eurem 6. Gewerkschaftskongress der SK hier in Slowenien dabei sein zu dürfen. Und ich möchte euch die solidarischen Grüße aller 350.000 IG Metall-Mitglieder in Bayern und der 2,2 Millionen Mitglieder der IG Metall der Bundesrepublik Deutschland überbringen. Krati pa vam prinašam solidarne pozdrave našega članstva in sicer 350.000 članov IG Metalla na Bavarskem in 2,2 Millionen članov IG Metalla cele Nemčije. Ich bin gekommen, wir alle sind gekommen, um an der Stelle auch Solidarität zu zeigen, Solidarität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Solidarität vor allem der Menschen in unseren Ländern, in Europa und weltweit. Euer 6. Gewerkschaftskongress findet in einer sehr turbulenten Zeit statt, in der wir die größte Finanz- und Wirtschaftskrise seit über 80 Jahren erleben haben müssen. Turbulenten